wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Food Diary Nummer 23. Schon seit 23 Tagen mache ich täglich ein Food Diary für euch. Damit möchte ich euch gerne inspirieren. Heute backen wir zusammen ein Brot. Ich habe in meinen Food Diaries, ich glaube ab Nummer 15, habe ich einen Sauerteig selber angesetzt. Wer das nachmachen möchte, das ist super einfach. Ich habe da voll lange früher nachgesucht, nach einem Rezept und so. Und da wird so ein riesen Brimborium rausgemacht, als ob das ein Buch mit 7 Siegeln ist. Eigentlich ist es ganz einfach. Und wir haben jetzt auch hier in Ungarn Roggenmehl gefunden. Vollkornroggenmehl, feines Roggenmehl, Dinkelmehl. Vielen Dank für eure Tipps und Kommentare. Habt ihr mir sehr mit geholfen. Ich dachte nämlich, wir müssen dafür extra nach Österreich fahren. Also wir brauchen heute unseren Sauerteig, 400 Gramm. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Mehl. Ich muss mir das Rezept nochmal angucken. Dafür brauche ich das Handy, damit filme ich gerade. Sorry. Ich hole jetzt alle Zutaten und dann hole ich euch zurück. Also ich hoffe, ihr könnt jetzt alles erkennen. Das Erste, was wir machen, ist, wir haben hier unseren Sauerteig. Ich hoffe, das sind jetzt 450 Gramm, denn ich muss 50 Gramm abnehmen. Den füttere ich direkt wieder an für mein nächstes Brot. Lass den 24 Stunden stehen. Und dann kann ich den wieder einfrieren oder ein neues Brot backen. Ich muss mal eben einen Löffel holen. So, dass Sauerteig nicht mit Metall in Berührung kommen darf, ist ein Mythos, habt ihr mir geschrieben. Ich bin jetzt ganz mutig und benutze einen Esslöffel. So, 48. Ja, das wird ja ungefähr 50 sein. Und dann mache ich 200 Gramm Roggenmehl da rein. Ich habe jetzt hier ein Vollkornroggenmehl. Das ist bei euch Typ 1150. Ich habe hier keine Typen, sondern einfach ein Vollkornroggenmehl. Und ein feines Roggenmehl gab es. Und Dinkelmehl 630. Das machen wir gleich fürs Brot, denn wir machen kein reines Roggenbrot. So sieht es aus. 200 Gramm. Und 200 Milliliter lauwarmes Wasser. Und dann habe ich morgen wieder 450 Gramm Sauerteig, wovon ich wieder 50 Gramm abnehmen kann als Anstellgut. Da sind dann halt diese Kulturen drin schon. Diese Milchsäurebakterien sind es, glaube ich. Ich weiß nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was da drin ist. Und da muss man nicht mehr tagelang den Sauerteig gehen lassen und füttern. Man hat jetzt einen und der wird über den Gebrauch, jedes Mal, wenn wir den wieder füttern und gehen lassen, wird der stärker. Meiner ist ja jetzt ganz frisch, der Sauerteig, deswegen werde ich heute noch Hefe mitverwenden, weil der noch nicht so viel Kraft hat. Also umso länger wir den haben, umso stärker wird der. Und wenn ich überlege, bei einem Bäcker, ich weiß nicht, 4-5 Euro kostet bestimmt ein Brot. Und hier haben wir jetzt gestern für Roggenmehl 1,20 Euro bezahlt. Das empfand ich jetzt als günstig. Schreibt mir mal bitte, was das in Deutschland kostet. Ich kenne jetzt die Marke nicht, ob es sowas wie Diamant ist oder eine Eigenmarke. Aber ich empfand das als sehr günstig. Und wenn ich jetzt überlege, ich mache ein Kilo Brot, gut mit den Backkosten und so, also mit den, wenn der Ofen vorheizt und so, ist es wahrscheinlich nicht viel günstiger und die Zeit, die man investiert. Aber man weiß, dass es wirklich sehr rein ist von den Zutaten. Und ja, daran erfreue ich mich halt. Wir haben auch gesagt, ich habe jetzt halt lange nicht gebacken. Früher war ich da voll drin im Thema, so vor 1,5 Jahren. Da habe ich wirklich alle unsere Brote gebacken, selber gebacken. Muss da jetzt wieder reinkommen. Und wenn das jetzt hier schmeckt, das Brot, dann haben wir gesagt, machen wir nächste Mal direkt 4-5 Stück und die kann man ja einfrieren. Wir haben eine Brotschneidemaschine und dann einfach nach Portionen einfrieren. Dann muss man halt den Backofen nicht so oft ja, auf 250 Grad vorheizen, weil die backen ja auch wirklich eine Stunde sehr, sehr heiß. So, das ist jetzt wirklich ein volleres Korn als das Mehl, was ich vorher hatte. Aber ist ja nicht schlimm, umso ja, vollwertiger ist es ja. Das lasse ich jetzt bis morgen früh stehen. So. Deck das ab und dann kann ich es morgen entweder einfrieren oder morgen schon direkt ein neues Brot backen. So, jetzt geht es hier weiter.
mal auf 0 stellen. Einen neuen Löffel, weil ich klugerweise den alten in die Spüle geschmissen habe. Wir brauchen jetzt 400 Gramm Sauerteig. Vielleicht ist es ein bisschen mehr, ich weiß es nicht. Aber eigentlich müsste es hinkommen, weil ich habe ja immer 100 Gramm, 100 Gramm gemacht. Überraschung, Überraschung. Ich denke, das geht sich gut aus. 371, ein bisschen ist noch am Löffel. Das passt schon. So, jetzt mache ich als erstes das Wasser rein, denn laut meiner Erfahrung, wenn ihr unten Flüssigkeit habt, ist es wesentlich einfacher. Ich habe auch einen Brotbackautomat, der mir das alles kneten könnte, aber Roggenteig ist sehr klebrig, sehr schwer und deswegen mache ich das von Hand. So, mein Messbecher. Wo ist er? Hier. 320 Gramm Liter lauwarmes Wasser. 320 Gramm. Also schreibt bitte mit, ne? Ich schreibe es nicht unten rein. Wir haben jetzt 400 Gramm Sauerteig, 320 Gramm Wasser. Ich das mal hier runternehmen. Dann kommt 400 Gramm Roggenvollkornmehl. Und 200 Gramm Dinkelmehl. Das ist jetzt Typ, ich glaube 630, ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. So, 200 Gramm Dinkelmehl. 20 Gramm Salz. Auch noch wiegen. Ne? Ich bin da zu voreilig. Also 20 Gramm Salz. Gut, dass ich gewogen habe. Ich wollte nur 2 Schippen nehmen. Aber es ist ja deutlich mehr, 20 Gramm. So. Das packe ich alles zur Seite, denn ich brauche jetzt gleich hier Platz zum Kneten und einmal Backhefe. Also ich wiederhole zum Mitschreiben. 400 Gramm Sauerteig, 400 Gramm Roggenmehl Typ L50, 200 Gramm Dinkelmehl 630, 320 Gramm Wasser, 20 Gramm Salz und 1 Teelöffel Hefe. So, und das wird jetzt erstmal zu einem Teig verarbeitet. Das dauert. Der muss ordentlich durchgewalkt werden. Und viel Kraft, viel Zeit könnt ihr beim Meditieren. Sollte Armsport machen wir für die Arme. Das ging jetzt schneller als gedacht irgendwie. Also der ist klebrig, der Teig, aber er lässt sich dennoch gut kneten. Man könnte jetzt auch noch Körner hinzufügen oder gleich am Rand Körner machen. Aber heute wollten wir das erstmal so ausprobieren. Vielleicht die nächsten Brote, die wir machen. Ich habe auch noch verschiedene Rezepte, die wir alle jetzt nach und nach mal ausprobieren. So. Der muss jetzt eine halbe Stunde gehen an einem warmen Ort und dann muss ich den nochmal durchkneten. Ich habe mir ein Gärkörbchen schon vor längerer Zeit, vor ein paar Jahren bestellt. Das habe ich bei Amazon gekauft. Wenn ihr aber irgendwie so eine Mühle in der Nähe habt, das hatten wir auch. Die hatten auch Gärkörbchen. Verschiedene Formen, verschiedene Größen. Und das sieht halt einfach schön aus, dann dieses Muster von dem Gärkörbchen.
Deswegen haben wir uns so eins zugelegt damals. In der Zeit, wo das Brot jetzt eh gehen muss, gibt's für mich erstmal ein großes Müsli mit einem Frosch im Hals. Wir schauen jetzt mal nach unserem Teig. Der ist jetzt etwas länger gegangen als eine halbe Stunde. Ich knete den jetzt noch mal ordentlich durch und dann kommt er in mein Gärkörbchen. Da ist er. Jetzt lassen wir den gehen. Das kann zwischen 1 und 4 Stunden dauern. Wir müssen zwischendurch schauen, wie hoch das gegangen ist. Der muss jetzt halt schön aufgehen, der Teig. Und ja, ich habe den jetzt abgedeckt. Dann kann ich zwischendurch mal reinschauen, wie groß mein Brot geworden ist. Wie gesagt, 1 bis 4 Stunden kann das dauern. Also Sauerteig braucht wirklich Zeit. Also, ich wollte einmal ein Zwischenupdate von dem Brot geben. Guck mal, das ist schon schön aufgegangen. Das sieht man halt, dass das Gärkörbchen jetzt so ein bisschen ausgefüllter ist. Und leichte Risse bilden sich. Ich lasse es noch weiter stehen. Ich habe jetzt auch gar nicht auf die Uhr geguckt, ehrlich gesagt, wie lange das jetzt schon geht. Ich denke mal so 1,5 Stunden. Und ich habe uns hier ein kleines Salatbuffet gemacht. Paprika, rote Zwiebeln, Kidneybohnen, Mais, Tomate, Gurke. Hier habe ich Rotkohl geraspelt mit Möhre zusammen. Als Dressing Salz, eine Zitrone und etwas Puderzucker, ein Teelöffel ungefähr. Und hier ist einfach so gemischter Salat. Der war im Sale für 50 Cent. 2 Tüten sind das. Das ist einmal eine Tüte Feldsalat gewesen und eine gemischte, so Rucola, Babyspinat und hier so ein bisschen roter Salat. Und den lasse ich alleine so, den kann man sich auf dem Teller anrichten, denn ich weiß nicht, wie lange der noch so schön frisch bleibt, weil er halt im Sale war. Und da muss ich nicht den ganzen großen Salat-Dingsbums-Topf wegschmeißen. Genau, und das gibt es jetzt als Zwischenmahlzeit. Da kann sich jeder so ein bisschen nehmen, was er möchte. Wow, hast du mich jetzt erschreckt? Hallo! Das ist jetzt meine Schüssel Salat. Ich habe von allem etwas genommen, wie ihr seht. Im Hintergrund, so wie ihr im Hintergrund sehen könnt, habe ich schon die Sprossenanzuchtsfarm wieder eröffnet. Ich habe hier schon ganz junge Linsensprossen drauf gemacht. Also Linsensprossen sind jetzt 2 Tage alt. Buchweizen habt ihr mir nochmal in die Kommentare geschrieben. Die muss man 4-mal am Tag spülen und nach 1 bis 2 Tagen kann man die essen. Deswegen probiere ich nochmal eine kleine Menge. Und das hier werden Alfalfa-Sprossen. Wir gucken jetzt hier mal nach dem Brot. So sieht das jetzt aus. Und jetzt packen wir das hier auf ein Backblech aus dem Gärkörbchen. Der Backofen heizt jetzt gerade vor auf 240 Grad Brotbackstufe. Tada, so sieht's aus. Ich würde es jetzt noch einschneiden. Bei mir kriegt es immer 3 Ritzen. Ja, du möchtest auf den Arm? Einen Moment. Ich versuche es jetzt mit diesem Messer. Wir haben auch Skalpelle dafür, aber ich habe Schiss davor, vor so ganz scharfen Sachen, auch vor Teppichmessern und so. Deswegen mache ich es lieber hier mit. Ja, einen Moment, Livia. So, 1. Zwei. 3. So, jetzt warten wir, bis der Backofen vorgeheizt ist. Ich habe auch ein Wassernapf da reingemacht, hier, damit das halt ein schönes Klima ist. Guck mal, der ist jetzt ungefähr bei der Hälfte und dann muss das erstmal 20 Minuten backen. Und in der Zeit, wo der Backofen vorheizt, gibt es jetzt eine Gemüsesuppe, die habe ich gestern gekocht. Suppengrün, Bohnen, Erbsen und Brokkoli. Ich hatte jetzt nur kein Brokkoli mehr, den habe ich schon an Livia verteilt. Und genau, das ist mein Bohnenaufstrich, den habe ich auch mit euch zusammen gemacht. Also im Food Diary habe ich euch das Rezept gezeigt. Bereit für die spontane Aufnahme. Brot ist, glaube ich, fertig gebacken, wenn es sich hohl anhört. Wie beim Papa. Und Papa ist auch durch. Dann ist es gar. Ich bin auch gar. Es ist aufgegangen, ja, aber das ist mir schon mal passiert, dass es hier reißt. Vielleicht war es einer ein Tipp, damit das nicht passiert. Es hat jetzt gebacken. Viertelstunde auf 240 Grad. 20 Minuten auf 200 Grad.
und 20 Minuten auf 180 Grad. Und jetzt lassen wir es auskühlen und dann schneiden wir das mit der Brotbackmaschine. Man soll warten, bis es ausgekühlt ist. Wer konnte nicht warten? Die Mutti. Ich muss das jetzt probieren. Sieht auf jeden Fall gut aus. Jetzt kommt der Geschmackstest. Es ist auf jeden Fall richtig heiß. Und es ist schön knusprig. Wir Deutschen mögen ja immer die Kruste, ne? Ich muss langsam, sonst brechen mir die Zähne ab. Papa? Geht voll klar, finde ich. Ja. Mhm. Wie schmeckt's? Voll hart. Aua. Ja, ist halt knusprig. Das musst du schön finden, du bist Deutsch. Deutsche stehen auf knuspriger Kruste. Es ist Zeit zum Entsaften. Ich wollte es euch einmal im Ganzen zeigen. Wir haben heute Spinat, ein Stück rote Beete, eine halbe Zucchini, ein Stück Ingwer und das ist eine halbe Zitrone. Und das wird jetzt entsaftet. Wer schiebt das alles in den Entsafter? Du, ne? An. Dann los geht's. Ja. Nicht mit den Finger rein, mach noch mehr rein. Damit kannst du das reinstopfen, Livia. Genau. Da kommt schon der Saft, ne? Rote Beete. Oh, die Farben sind toll, ne? Aber wie schmeckt das gleich? Ja. Ja? Danach machen wir wieder einen leckeren Saft, ne? Mit Orange und Apfel. Kommt da gleich Aritz raus. Hier. Da. Tada! Blub, blub. Es wird angerichtet. Ja. Die Farben sind immer mega, weil die sind hier noch so getrennt drin von der roten Beete und das Grün. Schön mit Eiswürfel. Eiskalt genießen wir das. Das Shaken ist das Schönste daran. So. Heute ist lila. Lila macht geiler. Papa kriegt weniger. Der will immer wenig haben. Achso, ihr wollt sehen, ne, wie ich mich ekel. 1, 2, 3. Bitte recht freundlich. Warum kriegst du mehr als ich? Weil ich länger leben möchte. Du sagst immer. Ja sowieso. Du auch? Ja. Mehr? Oh, bitte. Naja. Das ist ja leckerer. Mm. Ging schon gut zu schneiden, das Brot, ne? Obwohl es noch lauwarm war mit der Brotschneidemaschine. Und schaut mal, ist schon fast alle. Wir essen jetzt nämlich hier noch ja, Abendbrot, unsere Gemüsesuppe. Ich habe jetzt halt Brot mit Avocado, Salz und Pfeffer dabei und das ist ein richtig geiles Roggenbrot geworden. Morgen mache ich das nächste. Ich bekomme nicht genug von dem Brot, aber ich bin schon satt, aber ich habe so Bock da drauf. Deswegen habe ich mir jetzt noch so eine kleine Ecke von dem Roggenbrot gemacht mit Creme Vega als Frischkäse quasi und Erdbeermarmelade. Gibt's Ginger Ale Schorle. Danke. Mit ganz viel Wasser. Und damit würde ich mein Food Diary jetzt beenden. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis morgen in alter Frische. Tschüss.